Hallo und willkommen zurück zu Atelier Fieres. Wir reisen mal nach Ertona und setzen dort Lias Story fort oder bringen sie vielleicht sogar zu Ende. Müssen wir mal gucken. Dank der Schnellreise ist das ja alles kein Problem. Dann reden wir mal mit Fieres Eltern bzw. Lias Adoptiveltern. Ja, ich hätte jetzt auch Schnellreise nehmen können. Da bin ich wieder. Willkommen zu Hause, ihr beiden. Also, wie war dein Heimatland? Du Idiot, kannst du das den beiden denn nicht ansehen? Ja, tut mir leid. Kommt erstmal rein, ich habe Abendessen gemacht. Ihr solltet essen, bevor es kalt wird. Ah, das war lecker. Mutter ist wirklich gut, was das Kochen betrifft. Du bist ja wieder so fröhlich. Geht's dir denn wirklich gut, Lia? Ja, tut mir leid, dass du dir meinetwegen Sorgen gemacht hast. Mittlerweile geht es mir gut. Beachte das gar nicht mehr. Damit ist jedenfalls die Sache zu Ende, die ich unbedingt erledigen wollte. Danke, dass du mir dabei geholfen hast, Fieres. Ja klar, keine Ursache, aber... Das ist schön. Jetzt kannst du einfach weiterhin das tun, was du tun möchtest. Ich gehe jetzt aber erstmal schlafen. Gute Nacht. Das kann auch noch nicht der Abschluss sein. Hey, es ist total offensichtlich, das ist dir wohl klar, oder? Guten Morgen, Fieres. Ich weiß, es ist noch früh, aber wir sollten bald aufbrechen. Jetzt halt erstmal Stopp. Vorher muss ich dich was Dringendes fragen. Du machst dir doch immer noch deine Gedanken über deine Heimat, oder nicht? Nö, gar nicht. Das habe ich schon total vergessen. Ach, Lia, wie lange leben wir jetzt zusammen? Da weiß ich es doch, da kann ich es dir doch an der Nasenspitze ansehen, wenn du dich selbst zu etwas zwingst, Lia. Dann redest du auf einmal so viel. Was? Ja, deiner kleinen Schwester kannst du nichts vormachen. Nach all dem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, brauchst du doch keine Geheimnisse vor mir zu haben. Also sag mir, wie fühlst du dich wirklich? Ja, wie soll sich Lia jetzt fühlen? Sie wird sich schrecklich fühlen, ihr Heimatland in Schutt und Asche quasi, also beziehungsweise verlassen. Muss ja einen Grund dafür geben. Also wahrscheinlich eine Neugier, sie will noch wissen, was passiert ist. Was ist
aus den restlichen Verwandten geworden ist. Es geht ja nicht nur um ihre Mutter. Naja, und kann man da noch irgendwas was rausfinden oder irgendwas reparieren? Ich möchte einfach wissen, warum meine Heimat zerstört wurde. Dass sie jetzt zerstört ist, daran kann ich ja nichts mehr ändern. Aber zumindest möchte ich den Grund dafür kennen. Hey, dann machen wir das doch einfach. Wir ziehen jetzt los und fragen, warum sie zerstört wurde. Echt? Ich will dich damit jetzt aber nicht noch weiter belästigen. Wenn ich sage, wir machen das, dann macht mir das auch nichts aus. Nun, auf geht's, Lia. Wir besuchen nochmal Norbert. Okay. Ja, momentan habe ich gerade das Gefühl, dass du die größere Schwester bist oder die ältere Schwester. Ja, vielleicht kriegen wir das doch noch zu einem etwas besseren Ende. Das ist übrigens auch eine Seltenheit. Die Atelier-Serie war eigentlich immer dafür bekannt, dass nichts wirklich Schlimmes passiert ist. Also wenn irgendwo mal was passiert ist, dann waren es nur kleine Malheure, die eigentlich wieder aufgeklärt werden konnten. Also eigentlich ein bisschen schlimm war dann höchstens die Hauptstory. Wie zum Beispiel bei Atelier Rorona, dass es hätte sein können, dass das Atelier geschlossen wird. Oder wie bei Atelier Tutori, die Suche nach der verschwundenen Mutter. Aber hier, jetzt bei Firis, und ich laufe noch richtig, ja, da ist es halt so, da passieren schon ein paar tragische Dinge, habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch gut, also, dass nicht immer alles nur heile Welt ist. Wir gehen erstmal nach draußen. So, jetzt müssen wir zum Lagerfeuer, da können wir dann weiterreisen. Ja, das machen wir alles nicht. Wir wollen zu Norbert. Und ich muss auch noch Baumwolle kaufen. Ich glaube, ich mache einen kleinen Abstecher hier nach Flussheim. Genau da. Beinahe wäre ich dahin gereist. Nein, ne? Dahin wollen wir nur eben Baumwolle kaufen. Und ja, okay, ich gehe auch in die Läden kurz rein. Ist ja klar. Kurz in die Herberge. Ich hätte ehrlich gesagt auch Lust, einen Charakter mal auszutauschen. Dass wir Kalt mal kurz auswechseln. Der ist sowieso gerade nicht in der Formation, oder? Der ist jetzt schon so lange dabei und es ist nicht weitergegangen mit seiner Story. Ich kann ihn ja später nochmal wieder mitnehmen. Aber jetzt will ich Oscar mal dabei haben. So, da muss er nicht kämpfen. Aber kann zumindest mal dabei sein. Und ich packe ihn sogar ins Team, damit er Erfahrungspunkte bekommt.
Nur wen kann ich denn rauspacken? Oder kriegt er auch so Erfahrungspunkte? Sophie und Plachter sind ja auch Level 40. Ich denke, er wird auch so Erfahrungspunkte bekommen. Müssen wir mal beobachten. Genau. Ins Observatorium will ich auch noch. Wir haben jetzt viel erkundet, gibt wieder Belohnung. Milch könnte ich auch noch welche mitnehmen. Soll ich 60 mitnehmen? Ja. Und Eska? Okay, sie hat uns nur gesagt, dass sie sich freut, dass Firis ihr Alchemie beibringen, dass sie bald gut in Alchemie sein wird. Nur wir machen ja eigentlich gar nichts. Und Wolle könnte ich auch noch mal so ein paar mitnehmen. Und das auch. Ich muss mal wieder ein paar Barren zusammenschmelzen, damit die Qualität besser wird. Wir müssen jetzt echt mal langsam dran arbeiten an guten Waffen. Und gute Waffen kriegen wir nur dann, wenn wir auch ordentlich Trades übertragen können, wenn wir da ein bisschen Erfahrung drin haben in den Zutaten und in den Waffen selbst. Das erfordert dann ein wenig Fleißarbeit. Ach, jetzt haben wir eine Idee deswegen. Was wegen das denn? Hä? Weil ich Kupfer gekauft habe? Das muss ich mal eben nachgucken, bin ich ganz neugierig. Müsste irgendwie New dran stehen, ne? Oder können wir jetzt Harmonium basteln? Das wäre natürlich super geil. Oh. Das müssen wir unbedingt basteln. Da muss ich jetzt alles stehen und liegen lassen. Aber wie kommen wir da jetzt gerade drauf? Meine Güte, das habe ich ja seit Atelier Rorona, glaube ich, nicht mehr gesehen, diesen Gegenstand. Und da wurde ich ja bei Atelier Sophie auch schon von China Tiger gefragt. Wo ist denn der? Naja, habt ihr gesehen, was es war? Ich muss mal eben Baumwolle finden. Vielleicht gibt es die auch gar nicht zu kaufen, habe ich gar noch gar nicht drüber nachgedacht. So, Observatorium ist natürlich jetzt dicht. Dann gehe ich nochmal über die Brücke, da muss ja noch ein Kaufmann sein. Das ist ja praktisch an Flussheim, dass man die Kaufleute alle nah beieinander hat. So, hier ist einer und am Ende der Brücke ist, glaube ich, noch einer, die letzte. Zettel muss ich auch nochmal nachkaufen. Nee, dann
scheint es echt keine Baumwolle zu geben. Eisenflut. Ich frage mich, wann die mal solche Sachen hier bekommen, wie jetzt Dunkelheit. Könnte man ja hier kaufen. Und zwar nur Qualität 40, aber vierfarbig. Wir haben jetzt immer nur zweifarbige Dunkelheit gesammelt. Ich gehe noch mal kurz zu dem Brunnen. So, wir schauen eben kurz bei Rennrein, da wird nichts Neues sein, aber man weiß ja nie. Bei dem Bildhauer gegenüber. Ups. Nee, okay. Dann nur noch eben zum Institut und dann können wir dieses Teil basteln. Endlich mal eine neue Stimme. Nee, Observatorium. Achso, Institut heißt es ja hier. Deine Trophy, Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht aber auch nichts, oder wie war das? Ein Dunkelheit haben wir noch bekommen dafür, dass wir die Maps alle gesehen haben, also dass wir jede Map mal besucht haben. Und 90% haben wir insgesamt erkundet. 3000 Kohl. 80% gesammelt, 15.000 Kohl, ja, kann man nicht. Achso, 80% von allem, was es zu wissen gibt, gefunden. Area fehlen uns noch 6% von dem gesamten Landgebiet, was wir noch nicht haben. Das schaffen wir jetzt auch noch nicht 100%. Gegenstände 85, okay. Rezepte 76, also fertiggestellt, ja, genau. Und Monster, da. Hänge ich ja sowas von hinterher. Na gut, dann mal. War hier nicht noch jemand? Ja. Dann gehen wir mal zum Atelier. Und hier war. Achso, das Bistro. Können wir nochmal gucken, ob Dings hier was Neues hat. Wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ah, dieses Lied, was Luis da so singt. Wow, sie hat so eine wunderschöne Stimme.
Luis, du hast so eine wunderbare Singstimme. Oh, du hast mir zugehört. Naja, Schmeichelei bringt dir bei mir jedenfalls gar nichts, weißt du? Aber wenn es doch stimmt, ich habe noch niemals jemanden so schön singen hören wie dich. So? So itte moraeruto ureshii wa. Tatsächlich? Ja, das macht mich aber froh, danke. Watashi hitori de utau no mo suki da kedo, ironna hito ni jibun no uta o kiite morau no mo daisuki nano yo. Ich singe zwar auch gern mal für mich alleine, aber ich liebe es, wenn andere mich beim Singen hören. Dekara, Hirish-chan ni uta o kiite moraete, ima tottemo ii kibun nano. Und weil du mir gerade zugehört hast beim Singen, bin ich jetzt in richtig guter Stimmung. Ne, Hirish-chan, yokattara mo ikkyoku kiite ikanai? Hey, Firis, möchtest du vielleicht noch ein weiteres Lied hören? Hoi, zehi! Na klar! Irashai! Da fällt mir die klavierübende Sophie auch wieder ein. Hier gibt's Baumwolle bei Luis. Schön, nehmen wir direkt alle. Im Bild kann man nichts erkennen, ne? Ich jedenfalls nicht. Ich habe ja Hoffnung, wenn wir den Gegenstand jetzt basteln, dass wir dann noch eine bestimmte Person wieder treffen, die ich schon total wieder vergessen habe. Ich glaube, als wir das erste Mal nach Reisenberg gekommen sind, sind wir dieser Person begegnet. Und seitdem ist sie nicht wieder aufgetaucht. Deshalb werde ich jetzt einen Gegenstand hier basteln und dann mal nach Reisenberg reisen. Aber vorher haben wir noch ein Gespräch. Oskar-san, Shokubutsu-no-mekiki, oshiete moratte ii desu ka? Oskar, könntest du mir beibringen, Pflanzen einzuordnen? Also sie meinte halt, so zu katalogisieren quasi. Oder appraise halt, heißt eigentlich den Wert einschätzen. Aber ich glaube nicht, dass sie das meinte. Ich glaube, sie meinte einfach so ein bisschen Pflanzenkunde, dass Oskar ihr helfen kann, welche Pflanze was macht. Ja klar, kann ich machen, aber warum? Oh, da gibt's keinen besonderen Grund. Ich hatte nur gehört, dass du so viel über Pflanzen weißt. Ja, das stimmt allerdings. Ich schätze, es gibt kaum Leute, die mehr über Pflanzen wissen als ich. Okay, ich bringe das dir jetzt mal bei. Also das Allerwichtigste für den Anfang ist, dass du begreifst, was die Pflanze fühlt. Die Gefühle von der Pflanze? Ja, je qualitativ hochwertiger die Pflanze ist, desto ruhiger ist sie auch. Ich wusste gar nicht, dass Pflanzen auch Gefühle haben. Was sagst du denn da? Natürlich haben die Gefühle. Wie kann es jemanden geben, der das nicht begreift? Es tut mir das erste Mal so richtig leid. Tut mir leid, warum werde ich denn jetzt gerade ausgeschimpft? Es scheint wirklich so, als müsstest du noch jede Menge lernen.
さあ、こっちにおいで。植物の気持ちがわかるようになるまで、みっちり鍛えてあげるよ。Jetzt komm mal hier mit. Ich bring dir jetzt mal die Sachen bei, bis du es vollständig begriffen hast, wie sich Pflanzen fühlen. Danke, Oskar, aber ich verzichte. Tschüss. Ja, kein guter Lehrer, der Oskar. Agora, mate! Warte doch mal. Eine Bärenpuppe. Geben wir erstmal ein bisschen Milch hier ab. Mal kurz gucken. Also ich habe jetzt die ganze nicht so gute Milch gekauft. Aber es ist ja nur, damit ich mir jetzt erstmal keine Gedanken mehr drum machen muss. Unsere Sachen, unsere Vorräte wieder aufgefüllt werden. So, jetzt bin ich gespannt. Wie ist sie denn? Hä? Ach, oder ist das ein Möbelstück? Ja, tatsächlich. Das behalte ich mal lieber nochmal mit halbiert den MP-Konsum. Das ist, glaube ich, das gleiche, genau. Drehen. Das wird dann auch nichts, glaube ich. Nee, das kann nichts werden. Achso, doch, so rum, klar. Aber die Qualität ist noch ein bisschen erhöht. Ja, sieht doch genauso aus wie früher. Oh, da wird sich jemand freuen, hoffe ich mal. Ich hoffe es sehr. Gucken wir aber erstmal, ob wir die hier aufstellen können, ob das irgendwas macht. Bislang habe ich die nur in Büchern gesehen. Aber sehen Bären wirklich so aus? Hm. Ja, in der Natur haben die bestimmt keine rote Schleife. Hat auch keinen Effekt hier. Nee, das war nicht das Richtige. Du. Acht, genau, das war der. So, und jetzt mal nach Reisenberg. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei Atelier Rorona findet man ja irgendwo diesen Teddy.
Und danach passiert denn erst was. Also, wenn den Teddy mit nach Hause genommen hat. Müssen wir mal eben gucken. Was war das hier nochmal? Ach, Crimson Stone, ja. Ich weiß leider überhaupt noch nicht, wie ich den herstellen soll. Ich gehe hier auch nochmal in die Läden rein. Achso, ich verwechsel das immer. Ich denke immer, diese Stecknadel da, das sind wir. Das Vollmondhotel hier. Oh, hier gibt's spezielles Ereignis. Wow, dieser Brunnen erinnert mich an Kirchglöckstedt. Als ich noch ein Kind war, habe ich in dem Brunnen gespielt. Ich habe da ein paar verrückte Sachen angestellt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Jetzt spiele ich aber nicht mehr. Jetzt genieße ich einfach den Anblick. Ich hoffe, dass es allen in der Stadt gut geht. Von Nana. Will ich jetzt aber nichts kaufen. Oh, ich könnte die Sachen eben nachkommen. Das ist immer so lästig, die herzustellen. Und Geldmangel ist jetzt wirklich nicht das Problem. Destilliertes Wasser brauchen wir auch noch jede Menge. Ui. 10.000. Ich nehme ihn mal mit. Hätte ich vorher ein anderes Kleid anziehen sollen, ich weiß, aber jetzt auch egal. Und ich brauchte noch jede Menge destilliertes Wasser für so einen Gegenstand, den ich für Sophie basteln muss. Da fehlt mir noch der Philosophenstein, aber ich bin schon froh, wenn ich nicht nochmal 30 Mal destilliertes Wasser herstellen muss. Ja, sonst brauchen wir nichts. Nee.
れが。おっと、おのぼりさんに見られちゃう。Ich vermute, sie hatten nichts Neues zu sagen. Ach doch. Hallo Phyllis, brauchst du etwas? Oh nein, ich war nur gerade in der Gegend, also wollte ich einfach Hallo sagen. Ah, ich verstehe. Ich würde mich auch sehr gerne unterhalten. Aber ich wollte gerade aufbrechen, um die Stadt zu untersuchen. Aber da habe ich eine gute Idee. Wie wäre es denn, wenn du mich dabei begleitest? Eine Inspektion der Stadt? Ja, das klingt doch spaßig. Aber macht es dir doch wirklich nichts aus? Natürlich nicht. Komm schon, Phyllis, gehen wir. So, ne? Ja, und mein Ehemann, der kommt jeden Abend betrunken nach Hause. Er ist so ein Trunkenbold. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich tun soll. Hör dir das mal an, Bürgermeisterin. Der Laden, der direkt gegenüber von meinem aufgemacht hat, verkauft genau die gleichen Sachen, die ich verkaufe und... Bürgermeisterin Edel, reparier bitte mein Spielzeug mit Alchemie. Wow, unglaublich beliebt wie eh und je. Es formt sich sofort eine Menschentraube, wenn Edel kommt. Danke euch allen für eure Anfragen. Ich werde diese auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung setzen. Und liegt euch sonst noch etwas auf dem Herzen? Es gibt nichts Unbedeutendes oder nichts, was zu unbedeutend wäre. Wie ich hörte, gibt es momentan eine Süßigkeit in einem bestimmten Laden. Das ist der absolute Renner in letzter Zeit. Es gibt sogar Touristen, die extra nur deswegen nach Reisenberg kommen. Ja, ich habe das auch gehört. Die haben Süßwaren, die so geformt sind wie die Mauern eines Schlosses. Ja, die sind schön anzusehen und lecker zum Essen. Deshalb kaufen Kunden sie auch als Souvenir. Tja, da habe ich auch noch einen Controller in Schokoladenform hier im Regal stehen. Esse ich natürlich auch nicht auf. So, steht hier nur zur Deko. Burgmauern als Süßigkeit? Was für eine neue Herangehensweise. Ich brauche eure wertvollen Meinungen von euch allen. Also bis zum nächsten Mal. Oh nein, ich weiß die wertvollen Ansichten von euch allen zu schätzen. Also bis zum nächsten Mal. Das klingt doch wieder nach einer Quest für uns.
Gut gemacht, Firis. Damit ist die heutige Inspektion abgeschlossen. Puh, ich bin auch total fertig. Fräulein Edel, gehst du eigentlich immer so viel rum und hörst dir die ganzen Geschichten an? Ja, die Meinungen der Stadtbewohner sind sehr wertvoll. Und die heutige Inspektion war auch ziemlich ertragreich. Ich habe bereits eine Verordnung im Sinn, die Reisenberg noch weiter verbessern wird. Ich muss das jetzt erstmal in einem Bericht zusammenfassen. Bitte entschuldige mich. Edels Verordnung? Ich frage mich, was das wohl sein könnte. Tja, haben wir jetzt also doch noch keine Quest bekommen. Ich dachte, wir müssen jetzt auch irgendwie Süßigkeiten herstellen. Ich gehe jetzt hier nicht komplett einmal rum. Denn ich bin ja eigentlich nur hier, um eine bestimmte Person zu treffen. Also hier in Reisenberg. Okay, das ist noch der eine Laden. Sonst kann er da, ne? Ah! Ne, okay. Sasuga wa Renkin Jutsushi no Machi. Was ist hier noch? Ich überlege gerade, ich gehe jetzt noch mal ans andere Ende der Stadt.